Hallo, heute möchte ich euch das neue Windows Mobile 6.5.1 vorstellen. Hierbei handelt es sich um eine inoffizielle Version. Ich habe diese gerade geflasht und muss jetzt gerade hier mal eben den Screen einrichten. Was uns jetzt direkt auffällt ist, alles ist direkt größer. Wir können den Stift also wegpacken. Ich sag mal, es ist zwar jetzt nicht die beste Idee, die Microsoft da hatte, aber um die ganze Sache erstmal etwas fingerfreundlicher zu gestalten, wie ihr seht, funktioniert das wunderbar, ist das auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Man ist ja froh, dass überhaupt mal was passiert, ne? Wenn man jetzt hier diesen Next-Button anklickt, der ist ja schon fast klein gegen die anderen Felder. Aber egal, Hauptsache, es tut sich was. So, wie gesagt, das ist hier die PamQuang-Version. Ich habe dieses ROM jetzt auch das erste Mal drauf. Ich weiß jetzt also auch nicht ganz genau, wie das ab. So, da bin ich wieder. Ich habe den Teil mit dem Preconfig zum Teil rausgeschnitten, weil das dauert wirklich knapp 5 Minuten und das wollte ich euch jetzt nicht antun. Wie man hier jetzt schon sieht, ist das Touchflow. Ich gehe mal davon aus, dass das die 2.1 Version ist oder 2.0. Hier etwas angepasst von PamQuang. 2.1 ist das. Wir wollen aber jetzt mal gucken, wie das im eigentlichen System hier jetzt bei Windows Mobile aussieht. Dazu gehen wir erstmal ins Startmenü. Das werden einige von euch sicher schon aus früheren 6.5 Versionen kennen. Wenn wir jetzt hier mal bei System reingehen und schauen dann zum Beispiel mal, was könnten wir denn da nehmen? Den Power-Button. Dann kann man hier zum Beispiel, alles ist natürlich jetzt, oder was heißt natürlich, endlich mal ein bisschen größer, auch hier die Kästchen für die Haken. Es ist zwar jetzt noch nicht so toll, aber man kann jetzt auch hier mit einem Slide umschalten. Was haben wir denn hier noch? Text Messaging, Memory. Ja, hier sehen wir jetzt einmal, wie das von Microsoft ursprünglich dann vielleicht geplant ist. Wer weiß. Man kann dann also quasi, indem man hier oben drauf drückt, durch die Karten oder Registerkarten durchgehen. Was haben wir noch? Hier dasselbe Spiel. Warum das jetzt bei Power nicht drin war, weiß der Geier. Ja gut, das ist jetzt hier wieder eine HTC-Geschichte. Die haben das da ein bisschen angepasst. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz. Wenn wir bedenken, was in der Vergangenheit so alles geliefert wurde, da hat sich ja so gut wie gar nichts getan. Und jetzt geht es zwar in kleinen Schritten, aber besser kleine Schritte als gar keine, sage ich jetzt mal. Und von daher bin ich froh über jede Verbesserung, die uns überhaupt erreicht. Ich habe dieses ROM jetzt auch hier im Forum bereitgestellt, also bei handyfaq.de. Einmal ist der Tweet zu finden in der Windows-Abteilung, also Windows Mobile Forum und auch natürlich im HTC Touch HD Forum. Ihr könnt euch das ja dann mal flashen und so wie ich jetzt hier mal ein bisschen damit rumspielen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich denke einfach mal, auch wenn man jetzt hier nichts Sinnvolles macht, kann man hier auch einstellen, ob da Flashlight und Vibration, ist ja auch nicht schlecht. Ja gut, hier, das ist natürlich noch ein bisschen verbesserungsbedürftig, aber man kann ja hier die Uhr einstellen, ist ja egal, ne? Aber hier, das ist natürlich lächerlich, weil, also, was soll das? Also viel Mühe haben sie sich jetzt noch nicht gegeben, aber wie gesagt, kleine Schritte sind besser als gar keine. Und deswegen freuen wir uns einfach, dass überhaupt mal was passiert. So, das war's erstmal. Viel Spaß mit diesem ROM und bis zum nächsten Mal.